Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Workers with Sources Sauerty Public. In diesem Video seht ihr, wie ich hier in meiner neuen Stadt, okay, neue Stadt kann man so nicht nennen, es ist bisher nur Bauindustrie, den verfügbaren Teil Bauindustrie abschließe und entsprechend mit Straßen verbinde. Bei meiner großen Bauaktion, sprich ich baue alle Gebäude gleichzeitig, sieht cool aus, vergesse ich leider diese schicke kleine Minol-Tankstelle, ist ein Mod. Zu den Mods, ihr wisst, Videobeschreibung, da gibt es dann die Links. Und was ich auch noch tun werde ist, jetzt muss ich hier wieder zu unserer alten Stadt, ohne gegen die Berge zu klatschen. Hier haben wir sie. Was ich auch noch tun werde ist, hier einen kleinen Baufehler korrigieren und entsprechend LKWs so umleiten, also die Liefer-LKWs für unsere Geschäfte so umleiten, dass jetzt die beiden kleinen Warenhäuser und das große Kaufhaus auch beliefert werden. Das gibt's gleich nach dem Intro. So, wir sind immer noch bei unserer neuen Stadtgründung. Ich müsste mir dafür mal einen Namen einfallen lassen. Oder noch besser, lasst ihr euch einen Namen einfallen für die Städte, einmal hier für die neue Stadt. Und für die alte Stadt postet das bitte in den Kommentaren. Einfach Vorschläge machen. So, bevor ich jetzt hier weiterbaue, möchte ich nochmal ganz, ganz kurz zurück zu unserer ersten Stadt gehen, denn ich habe da heimlich was gebaut. Und zwar hatte ich ja in einer der letzten Folgen diese Ölbohrtürme vorgestellt, Large Oil Well. Link dazu in der Videobeschreibung. Und davon habe ich jetzt hier einfach mal ein paar gebaut, nur mal so um zu schauen, wie die Größenverhältnisse sind. Ihr seht schon, die haben ein etwas größeres Einzugsgebiet wie die normalen. Entsprechend habe ich die Abstände ein bisschen größer gewählt. Ja, und wie gesagt, dann schauen wir uns das mal an, wenn das fertig ist. Ihr seht, unsere Konstruktionsbüros sind fleißig am Hintransportieren. Schauen wir einfach nochmal am Ende des Videos. So, jetzt geht es wieder zurück zu unserer neuen Stadt. Wie gesagt, ihr seid gefordert und postet Namen bitte in die Kommentare. Was fehlt hier noch? Zum einen fehlt hier noch ein kleines Stückchen Straße, das werde ich gleich mal nachholen. So, wenn ich das jetzt so mache, ist doch das bestimmt zu eng, war. Wer hätte das gedacht, ist zu eng. Erst, ich warte wild, machen wir das einfach nochmal weg. Und ich wette mit euch, wenn ich das so baue, dann passt das. So, dann fehlt hier jetzt noch, jetzt hätte ich fast Bitumen gesagt, die Asphaltanlage fehlt noch. Betonwerk, Zementsilo, Asphaltanlage. So, die kommt. Ja, die platzieren wir mal ruhig hier. Das sollte sich mit der Verbindung vom Förderband ausgehen. Förderband. Genau, ne? Ja, da wird es sicher gehen, aber hier geht's. Das passt so. Okay, dann müssen wir das jetzt hier straßentechnisch nochmal anschließen, ist kein Problem. Und dann möchte ich hier auf jeden Fall noch eine Holzindustrie, sprich Holzfäller und ja, Holzfäller und Sägewerk, um die Bretter herstellen zu können. Aber wie gesagt, vorher machen wir die Straße. Ich ziehe das hier einfach nochmal ein Stück länger. Und dann denke ich, dass wir in der Entfernung können wir dann hier runter. Moment, wir werden das hier nochmal wegmachen. Ja, nicht zu weit wegmachen. So, dann ziehen wir das hier wieder drauf. Auch hier die Straßenverbindung wieder angeschlossen. Sehr gut. Wobei, es würde besser aussehen. Ja, es würde besser aussehen, wenn wir das anders machen. Moment mal. Wenn wir das hier nämlich schön okay, jetzt sieht die Ecke dann natürlich seltsam aus. Ja, das Straßenbauen hier, das ist immer so ein bisschen tricky. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. So ist es sauber und ordentlich. Denn jetzt haben wir hier den Platz, den wir brauchen, um zum einen eine Tankstelle. Da habe ich was Neues abonniert. Und, wie gesagt, die Holzsache brauchen wir hier noch.
Jetzt weiß ich gar nicht, war das auch hier wieder bei Bauindustrie? Nein. Ich glaube, das ist bei Ernte bezogen dabei, ne? Nahrung und Ernte bezogen. Ne, hier sind tatsächlich nur die Lebensmittelsachen. Also ich komme so ganz, also mit der Sortierung der Sachen komme ich hier nicht so ganz klar. Genau, hier bei verschiedenen Industrie. Also das hätte ruhig zu Bauindustrie mit sein können, ne? Also hier brauchen wir wieder einen Holzfällerposten und Moment, wie rum können wir das anschließen? Wir haben links einen Straßenanschluss und an beiden Seiten Förderband. Hier haben wir nur einen Straßenanschluss. Wer lässt sich... Okay, dann bauen wir das natürlich gleich so hin, dass wir tatsächlich beide Verbindungen nutzen können. Und ich glaube, da macht das wirklich Sinn, wenn wir es hier platzieren, wa? Und jetzt können wir ja das Sägewerk, können wir jetzt ja ganz stumpf genau so anschließen, dass es hier perfekt dran passt. Müssen wir natürlich jetzt mit der Straße da ein bisschen schauen. Aber das ist ja kein Problem, Moment. Das können wir einfach hier, und da sieht das ja auch vernünftig aus, schaut her. Okay, jetzt muss natürlich da der Fußgängerweg erstmal nochmal weg. Den wollen wir so auf keinen Fall haben. So. Hat das der Fußgängerweg diese Ecke da reingehauen? Ist ja Hammer. Na okay. Schaue ich mir später nochmal an, möchte ich mich jetzt nicht mit rumärgern. So, dann haben wir vom Holzfällerposten zum Sägewerk direkt auch eine Industrieverbindung. Sehr schön, haben das hier gut angeschlossen. Jetzt müssen wir schauen, wir brauchen ja hier ein paar Fahrzeuge, die fahren. Da haben wir zum einen... Wir müssen hier ein LKW hin und her schicken. Von den Plattenfertigteilen, beziehungsweise vom Zementwerk zu den Plattenfertigteilen. Und wir haben natürlich hier Fahrzeuge drin. Es wird also Sinn machen, hier die Tankstelle her zu platzieren. Allerdings müssen wir ja auch Busse mit Arbeitern her schicken. Also würde die Tankstelle eigentlich eher hier Sinn machen. Und dann hier lieber die Bushaltestelle, um die Arbeitskräfte abzuliefern. Ne? Schauen wir uns das mal an. Busplattform. Wir wollen ja nur Leute hinbringen. Das heißt, also es reicht uns eine große. Es reicht uns eine große. Mehr brauchen wir nicht. Würde hier sogar sehr schön noch herpassen. Würde ich jetzt allerdings was anders machen, da ja hier eigentlich gar keine Autos fahren müssen. Nehmen wir hier einfach die Straße nochmal weg und machen uns lieber den Weg zu der Busplattform kürzer. Jetzt fehlt natürlich nur noch, dass das zu eng ist, ne, hier. Wer hätte das gedacht? Das ist natürlich zu eng. Und das kriegen wir natürlich auch nicht anders platziert, ne. Ne, also so oder so. Ja, dann war die erste Version wahrscheinlich doch die bessere Wahl. Ja, ist ja klar. So, weil hier bekommen wir auf jeden Fall die Bushaltestelle gleich dort platziert. So, okay, dann haben wir den Straßenanschluss nun doch so gebaut. Können wir natürlich hier, damit es komplett ist, können wir nicht. Also ich könnte das so ziehen, aber das sieht richtig, ich kann es jetzt ja auch nicht aussprechen, wie das aussieht. Okay. Ich sehe schon, das wird nicht besser. Dann lasst es erstmal so. Ich werde ohne euch da vielleicht nochmal ein bisschen rumprobieren, genauso wie hier. Aber wir wollen uns jetzt damit nicht rumärgern. So, ich gehe davon aus, dass jetzt alle Industrie, bis auf eine Sache, da könnte es zu Problemen kommen, dass wir hier vielleicht noch eine Fußwegverbindung machen. Ja, passt. Sehr gut. Okay, dann würde ich das einfach... so lassen, das können die Straße lang laufen und dann halt hier runter. Und dann können sie auch hierher. Ja, dann sind wir soweit mit der Bauindustrie erstmal fertig. Dann kommt jetzt die Tankstelle. Da habe ich, wie gesagt, was Neues abonniert. Ist wieder ein Mod. Ich erinnere nochmal dran, alle Mods, die ich euch hier zeige, die verlinke ich auch unten. Einfach in der Videobeschreibung nachschauen. Hier haben wir jetzt nämlich eine DDR-Tankstelle. Minol Gas Station. Sehr schön. Das freut mich natürlich. Die platzieren wir jetzt natürlich hierher, dass die Fahrzeuge möglichst kurzen Weg haben. Hier unten brauchen wir keine Tankstelle.
Die kommt halt wirklich hierher. Nee, es ist schräg, ja. Okay, die hat sogar zwei Straßenanschlüsse. Und das ist jetzt die Minol-Tankstelle. Juhu. Hier werden wir den Treibstoff natürlich erstmal importieren müssen, bis wir hier selbst was herstellen. Kleiner Tipp, ich werde hier natürlich keine Erdölindustrie aufbauen. Wir zweigen dann einfach was von der Lebensmittelversorgung ab. Und versorgen uns dann so quasi mit Biosprit mal wieder selbst, so wie wir es schon in der ersten Stadt am Anfang auch getan haben. So, dann. Jetzt fehlt hier natürlich noch, fehlen jetzt hier noch Lager. Wir hatten ja auch in der anderen Stadt Lager gebaut, mit denen, wo dann die Versorgung sichergestellt wurde. Und halt entsprechend ein Konstruktionsbüro. Bei den Konstruktionsbüros, da habe ich auch einen Mod runtergeladen, das größte Konstruktionsbüro, was verfügbar ist, mit 32 Fahrzeugslots. Auch das möchte ich euch natürlich hier nicht vorenthalten. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, wir werden... Ja, ich musste nur ganz kurz überlegen, wie wir das jetzt bauen wollen. ich brauche ein Lager. Und zwar erstmal ein Freilager. Wir nehmen natürlich ein großes, alles andere macht ja wieder keinen Sinn, ne? Ist klar. Und das schließen wir jetzt so an, dass wir hier jetzt direkt zur Straße kommen. Moment, ich brauche mal noch die... Ich muss die Straße mal verlängern. Wie knickt in der Optik? Ist egal. Das passt soweit, das muss ich mal alles wie machen, den ja jetzt schon sein. So, nochmal zurück zum Lager. Ja, das habe ich gerade wirklich gesagt. So. Jetzt bauen wir das einfach mal ein bisschen weiter weg. Denn wir brauchen hier den Straßenanschluss. Okay, hätte man auch näher bauen können. Na, Moment. 1, 2, 3. Ja, ich baue es mal. Ich baue es mal noch mal ein bisschen näher, dass die Abstände nicht so groß sind. Das ist halt quasi der Vorteil an diesem. Ja, ich sag mal, an diesem Planungsmodus. Ja. Man kann dann wirklich schön schauen, wie das passt und ob man das nicht woanders bauen möchte. So, und ich wette mit euch, jetzt bin ich wieder zu nah. Nein, so lassen wir das jetzt. Perfekt, gefällt mir sehr schön. So, dann kommt jetzt hier oberhalb die LKW-Entladestation oder B-Ladestation hin. Die haben wir hier. Ich weiß nicht, ob wir in der ersten Version auch die vier Anschlüsse hatten. Waren es da nicht nur zwei? Sprich, kann das sein, dass da ein Anschluss mehr dazugekommen ist? Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich würde sagen, dass da ein Anschluss mehr ist. So, da brauchen wir noch ein zweites Lager, denn hier in dem Lager können wir nur... Moment, ich gehe nochmal drauf. Können wir nur Stahlholz, Platten, Bretter und Ziegel lagern. Das ist nicht alles, wir brauchen hier auch noch das Warenhaus. Denn hier geht es dann halt im Prinzip, zumindest anfangs, was das Baumaterial angeht, um die mechanischen Komponenten und die elektronischen Komponenten, die halt wichtig sind. So, jetzt drehen wir das so hin, dass wir hier den Anschluss haben. So, jetzt schauen wir uns an, dass wir das per Industrieverbindung wieder verbinden können. Dasselbe für hier. Ja, langsam habe ich dann doch die Abstände so ein bisschen auf der Platte, ne? Dass man das entsprechend machen kann. So, dann können wir jetzt hier die Straßen wieder verlängern. Okay, auch die verlängere ich jetzt mal wieder nur so, ne? Ah, jetzt sehe ich hier gerade was. Moment mal, wir können das hier unten doch anders machen. Ja, da muss man manchmal, braucht man ein bisschen, ne? Okay. Gebt mir kurz. So. Ah. Ja, die ist böse mit mir. Die Bushaltestelle, die ist ganz dolle böse.
Na komm, noch ein Stück nach. So wird ein Schuh draus. Okay, so ist das vernünftig. So, da soll noch einer was sagen. Das ist doch perfekt, oder? So, hatte die Straßenladestation nicht zwei Straßenanschlüsse? Hier wird jetzt nur einer angezeigt. Moment. Ah, und er macht es wieder zu, ne? Na, schaut her, die hat nur noch ein... Straßenladestation, genau. Schaut es euch an. Ein Straßenanschluss, aber dafür vier Anschlüsse für die Verbinder, für die Industrieverbinder. Schaut her, wenn wir ganz kurz zur ersten Stadt zurückgehen. Ich erinnere nochmal daran, dass ihr die Namen vergeben sollt. Hier, Straßenladungsstation, schaut her. Zwei Straßenanschlüsse. Und zwei Güterverbindungen, zwei Industrieverbindungen. Seht ihr das? Okay, sehr schön, wurde offensichtlich geupdatet. Habe ich nichts von mitbekommen. Hat mir keiner Bescheid gesagt. Na okay, dann ist das so. Passt aber auf jeden Fall sehr schön. Also, ihr seht, das sieht jetzt ganz gut aus. Jetzt gehen wir natürlich noch daher und platzieren natürlich auch noch ein Konstruktionsbüro. Ich plane im Übrigen hier dann die Stadt zu platzieren. Und hier möchte ich nochmal, ja, hier möchte ich nochmal eine komplette Lebensmittelindustrie aufbauen. Sprich, dass wir auch die Stadt hier versorgen können und dann von hier aus auch noch weiterziehen können. Beziehungsweise dann hier den Export aufbauen können. So, jetzt kommen wir zum Konstruktionsbüro. Auch da hatte ich ja gesagt, ich möchte einen Mod verwenden. Und zwar hier das große Konstruktionsbüro mit 32 Fahrzeugplätzen. Das ist jetzt die geupdatete Version. Die ursprüngliche Version hatte wohl Fehler. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht gebaut gehabt. Ich weiß jetzt auch nicht, was da los war. Auf jeden Fall ist das hier die aktuelle geupdatete Version, die laut Entwickler jetzt funktionieren müsste. Wir nehmen also mal das ganz, ganz große. Und platzieren das natürlich, ja, ich sag mal, hier brauchen wir es ja recht zentral. Wie gesagt, dadurch, dass ich ja hier die Stadt bauen möchte und hier dann die Industrie an sich. Moment, wo haben wir denn, ich schau mal ganz kurz, wo wir denn die Kohle hätten. Okay, die Kohle können wir dann hier fördern oder so, keine Ahnung. Wenn ich, verändere ich die Karte einfach nochmal heimlich, ne? Dann haben wir hier überall Kohle oder so. Nein, Spaß, das meine ich natürlich. So, also wie gesagt, jetzt auf jeden Fall noch das große Konstruktionsbüro. Das Konstruktionsbüro würde ja die Fahrzeuge hierher zur Entladungsstation schicken. Ich möchte jetzt aber, es wäre also optimal, wenn man, ja ich sag mal, wenn man das halt hier so anschließt, ne? Würde ich jetzt aber nicht machen wollen, sondern ich würde es halt hier anschließen. Oder Moment, können wir nicht einfach, wie gesagt, wir brauchen halt den Platz so ein bisschen. Ich müsste hier noch mit Straßen durch und solche Sachen und Schienen eventuell. Das heißt, ich werde es mal so machen, dass ich hier einfach nochmal einen Weg lang ziehe. Straße kann man das ja nicht, das ist schräg, das ist viel zu schräg. Ja, manchmal bilde ich mir das vielleicht auch nur ein, dass es schräg ist. So, okay, jetzt zum Konstruktionsbüro. Weil das Coole ist jetzt ja, dass das zwei Straßenzugänge hat. So, und zwar können wir das so platzieren. Das wäre natürlich schön. Ah, genau so auch, dass die Straßen genau passen. Moment. Na, okay, da kommen wir nicht nachher noch ran. Ah, schaut her, das schaut doch nach was aus. Jetzt kommt her, Leute, das schaut echt gut aus, ne? So, dann haben wir jetzt den Vorteil, dass wir jetzt natürlich, das Konstruktionsbüro hat jetzt nur kurze Wege zu dem Lager, also zu den Lagern und natürlich hier zu unserer eigenen Bauindustrie und entsprechend dann auch zur Stadt und dann hier zur Lebensmittelindustrie und hier dann zur Kohleförderung. Sprich, das finde ich, macht durchaus richtig gut Sinn, so wie wir das jetzt hier aufgebaut haben. Jetzt habe ich hier natürlich auch noch keinen Strom, der fehlt jetzt noch hier.
Werde ich aber dann in Angriff nehmen. Ich würde jetzt aber dennoch erstmal sagen, ich baue das hier dann fertig, dass wir uns das auf jeden Fall mal anschauen können. Ich muss es ja eh kaufen, sage ich mal, ne? Und dann müssen wir uns nochmal um unsere Hauptstadt kümmern. Ich mache mal hier dieses... Ach, es hilft so unheimlich beim Bauen, aber es sieht so aus, ne? Ich würde das jetzt, wie gesagt, erstmal alles bauen, so dass wir es uns wirklich anschauen können. Und wie gesagt, dann müssen wir nochmal zur eigentlichen Hauptstadt. Hatte ich erwähnt, dass ihr die Städte benennen sollt? Hatte ich erwähnt, okay. Habe ich 10-mal erwähnt. Okay, also wie gesagt, wir bauen das jetzt. Oh, schaut, wie das... Ach, sehr schön. Ich mache ganz kurz Pause, dass wir wirklich alles schön gleichmäßig uns anschauen können, wie das gebaut wird. Machen wir erstmal die Industrieverbinder. Die kosten nur 5.000. Gut, das ist nicht viel. Dann kommt was Teures. Das sind die Förderbänder. Ja, 111.000 Rubel. Ist gekauft. Also dafür, dass es nur so wenig Förderbänder sind, ne? Ach, warum mache ich es denn wieder zu? So, jetzt kommt der teure Fußweg. 370 Rubel. Da ist er. Ist doch nicht putzig, der Fußweg. Wie geil ist das denn? Okay. So, jetzt machen wir die Gebäude. Die können wir leider nicht alle mit einmal bauen. Respektive kaufen. Da müssen wir halt tatsächlich wirklich einzeln anklicken. So, hier für unseren Kies. Hier werden wir natürlich auch die ein oder andere Kleinigkeit importieren müssen. Aber da kommen wir jetzt halt leider nicht drum rum. Das ist zum Start, ist das halt auf jeden Fall notwendig. So, ich denke, wenn das dann fertig ist, wird das schon arg cool aussehen. Finde ich jetzt, ne? Wir schauen dann natürlich noch. Wir brauchen hier dann noch richtige Straßen, hier so in dem Bereich so. Hier unten jetzt ja nicht, ne? Da fährt nicht viel lang. So, jetzt müssten wir alle Gebäude gebaut haben. Denke ich. Also ich klicke jetzt nicht noch. Ah, die Verbinder. Die Fördertürme hier. Da haben wir einen und da haben wir einen. Und da haben wir einen. So, sehr gut. Okay, jetzt suchen wir uns hier eine coole Zuschauerperspektive raus. So würde ich sagen. Und dann klicken wir mal weiter. Und schauen uns an, wie cool das hier gebaut wird. Klar, die Gebäude dauern natürlich unterschiedlich schnell, ne? Einfache kleine Gebäude gehen natürlich viel schneller, ist klar. Als die großen und komplexen Gebäude. Ja, doch, das sieht cool aus. So, jetzt fehlt nur noch die Asphaltanlage, das Zementwerk und hier links die Plattenfertigungsanlage. Asphaltanlage ist fertig, sehr schön. Jetzt nur noch die beiden großen Fabriken. Ja, aber schaut, wenn man aufs Geld schaut. Ich traue mich zu behaupten, dass ich in der Folge mehr Geld verdient habe, als ich jetzt hier ausgegeben habe. Ich glaube, am Anfang war ich so auch so bei knapp 4,2 Millionen oder sowas. Okay, das Zementwerk ist noch nicht fertig. Oh, die Hälfte erst. Ja, okay, da geht natürlich noch ein bisschen Kohle weg. Dann würde ich sagen, dass wir schon mal zur Hauptstadt schauen und uns dann das hier nochmal angucken, wenn es fertig ist. Ja, das Guantanamo kennt man ja aus Nachrichten, ne? Hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt. So, schauen wir mal hierher. Ja, es dauert, aber früher oder fertig, früher oder später wird es fertig. Früher oder fertig wird es später. Früher oder fertig wird es später, wie schön. So, und zwar, ja, hier haben wir noch die beiden Wohngebäude, die auch Stück für Stück fertig werden. Hier ist jetzt unser kleiner Supermarkt, der jetzt auch fertig ist. Hier haben wir natürlich noch das Problem, dass wir das noch beliefern müssen. Wir haben ja hier Beates Einkaufszentrum, Beates Lebensmittelmarkt. Nein! Habe ich deppert da was falsch gebaut? Ja, muss ich ja. Nein, Micha, da ist einer eingebrochen und hat heimlich weitergebaut und hat das falsch gebaut. Okay, das ist jetzt natürlich. Ich habe hier tatsächlich nur den Lebensmittelmarkt gebaut. Okay.
Das ist jetzt natürlich ungünstig, weil der Lebensmittelmarkt, wie ihr seht, nur Fleisch und Essen hat. Das wollten wir natürlich nicht, ne? Genau, das kleine Geschäft und ich habe den Lebensmittelmarkt gebaut. Okay. Das ist natürlich ungünstig, aber können wir jetzt trotzdem noch schnell korrigieren. Muss ich natürlich die Wege jetzt hier alle entfernen. So. Okay, jetzt schauen wir einfach, dass wir das richtige Gebäude auswählen. Micha, streng dich jetzt an. Nein, wir wollen das kleine Geschäft. Wollen wir das wirklich? Das sieht auch anders aus als das da. Also wir haben das Einkaufszentrum hier. Da. Kleines Geschäft. Ah. Das ist auch neu. Schaut her, wir haben jetzt... Vorher hatte ich hier das kleine Einkaufszentrum. Ihr seht selber, Essen, Kleidung, Elektronik und Fleisch. Fleisch ist übrigens gerade ein bisschen wenig, aber ich glaube, der LKW kommt gerade. Und jetzt sind da auch neue Gebäude. Und zwar direkt der Lebensmittelmarkt und das kleine Geschäft. Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Das habe ich so... Ach, hier haben wir das kleine Einkaufszentrum. Bin ich denn geistig völlig degeneriert? Nein, das war eine rhetorische Frage. Ich erwarte da keine faire Antwort. Keine faire Antwort. Ja, da bauen wir jetzt hier das richtige Gebäude. Das sieht natürlich... Ja, da platzieren wir das halt so, ne? Also jetzt so eine schräge Straße akzeptiere ich jetzt nicht. Okay, dann machen wir den Fußweg nochmal neu. Also jetzt war ich völlig verwirrt. Also jetzt durch anfangs, was ich da festgestellt hatte mit der Straßenladungsstation, habe ich mich jetzt echt drauf versteift, dass es hier noch ein Update gab, ne? Ist natürlich Blödsinn, gibt kein weiteres Update. So, okay. So schaut das gut aus. Können wir natürlich hier den Platz später auch noch nutzen. Ich werde das jetzt einfach kaufen, damit die ganze Sache abgeschlossen ist und wir das nutzen können. So, okay. Dann warten wir jetzt, dass das Gebäude fertig ist. Da müssen mehr Leute hin. Viel mehr Leute müssen da hin. So, sehr schön. Gebäude ist fertig. Dann schnappen uns jetzt hier, ich mache mal ganz kurz Pause, schnappen uns jetzt hier die LKWs und leiten die alle um, so dass die alle drei Geschäfte jetzt abfahren. Und wir müssen dann natürlich schauen, ob wir eventuell, ich meine, hier ist ja die Lagerkapazität wirklich sehr hoch. Ich werde es erstmal noch bei einem LKW lassen, wobei wir wirklich drauf schauen sollten, dass wir mehr Lagerkapazität beim Essen hatten. Da hatte ich auch einen entsprechenden Kommentar. Werde ich aber nachreichen in der nächsten Folge. Da muss ich eher auf ein paar andere Sachen noch eingehen. Sprich, ich mache das jetzt erstmal so, dass ich die LKWs nur umleite. Sprich, neue Linien vergebe. Dann machen wir erstmal die oberen beiden. So, dann haben wir hier Elektronik und Essen. Und zwar vom Warenhaus. Ach, am besten ist natürlich... Sicher ist sicher, indem ich einfach... Ja, man braucht zwei Stops. Ah! Okay, wo ist denn das Einkaufszentrum? Das ist das große. Okay. Wir wollen aber von hier... Nach hier. Nach hier. Das heißt, wir können jetzt hier das Beatis Einkaufszentrum, das können wir jetzt löschen. Okay, so können wir das jetzt lassen. Ich stelle das jetzt mit der Elektronik jetzt hier nicht mehr ein. Es reicht ja, wenn wir sehen, dass wir Elektronik einladen, ne? Okay, so viel dazu. Dann haben wir jetzt hier den nächsten. Das sind jetzt wieder die Lebensmittel. Okay, das heißt, wir werden einfach das hier rausnehmen. Machen jetzt den kleinen, das kleine Einkaufszentrum, dann wieder das große. Und lassen den Rest so. Jetzt ist er hier. Ja.
Okay, jetzt haben wir hier den Fleisch-LKW. Machen wir auch das weg. Die habe ich das gar nicht mehr eingestellt. So, von dem Einkaufszentrum, dann hierher und dann hier zum Großen. Es geht das nicht mehr weg. Nein! Aha. So. Jetzt haben wir hier Bekleidung. Hier ist natürlich ein bisschen komplizierter. Hier haben wir ja zweimal einladen. Machen wir aber auch das große Einkaufszentrum weg. Machen dann das neue kleine dazu. Und das wieder hin. Und fertig sind wir. So, was haben wir hier? Ah ja, auch von der Nahrungsmittelfabrik. Moment, Nahrungsmittelfabrik. Ach, den LKW finde ich jetzt eh nicht. Man könnte natürlich auch die Strecken kopieren, aber wie gesagt, den. Dann müssen wir jetzt. So ist es halt. Ja, wir sind ja fertig jetzt, ne? So, dann mache ich hier mal noch das Brot rein, dass wir das auch immer gleich sehen. So, jetzt können wir es mal laufen lassen. Es müsste fertig sein jetzt mit allen Fahrzeugen. Nein, ich lasse es dabei nicht laufen. Okay, Brot einmal haben wir. Fleisch einmal haben wir. Klamotten einmal haben wir. Elektronik einmal haben wir auch. Und dann haben wir hier das zweite Mal das Brot. Und damit haben wir das. So, jetzt können wir wieder auf Play machen. Jetzt werden alle Supermärkte beliefert. Sehr schön. Dann schauen wir jetzt noch mal ganz kurz zu unserer neuen Stadt. Und dann können wir das Video auch schon beenden. So, hier ist nun der neue Bereich. Sehr schön. Ich werde mal noch schnell die Straßen. Also, hier den hinteren Bereich brauchen wir das nicht zu machen. Das heißt, wir nehmen einfach hier die Straße. Natürlich hier die Tankstellenanschlüsse. Hier hinter müssen wir auch, um das Bitumen zu holen. Um den Beton zu holen. Hier müssen wir natürlich nicht hin, aber damit das vernünftig aussieht. So, doch mal alles schön zu Baustellen gemacht, ne? So, hier hinten fahren auch LKW. Zumindest einer. Ja, vielleicht hätte auch Schotter ausgereicht, keine Ahnung. Ob hier LKWs fahren werden, weiß ich nicht. Aber wir werden den vorderen Bereich hier auf jeden Fall auch mit Betonstraßen, mit Asphaltstraßen machen. Gut, in der DDR, wir hatten damals Betonstraßen. Ne? War eine ganz tolle Sache, so schöne Betonplatten. Ja, schneller ging das nicht. Die Trabis und Wattbox sind nicht schneller gefahren, ne? Ich weiß gar nicht, was für ein Trabi gefahren? 80, 100, 100? Ich glaube knapp 100, ne? Hat so ein Ding geschafft. Ach ja, das waren noch Zeiten. Okay, dann kaufen wir die Straßen auch schnell. Nein! Na okay, gut. Das mache ich dann ohne euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns dann morgen bei der nächsten Folge wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao, bis zum nächsten Video.